Ja, hier die nächste Folge. Gehen wir mal rein. Höhle der Flamme. Oh, hier drin ist es noch heißer. Lass uns schnell das Element finden. Und diesen höllischen Ort verlassen. Los, Kind, zacki, zacki. Lassen wir erstmal die Musik auf uns wirken. Boah, geil, ey. Nee, das wollte ich nicht hier. Ja. Erstmal wieder unsere Herzen ausrüchen, nicht, dass wir wieder Game Over gehen. Ach, das passiert uns doch nicht nochmal, oder? Hier ist eine Sackgasse, ja. Können wir nichts machen. So. Na, guck mal einer an. Ich konnte alle Rubine aussaugen, bis auf den. Das erscheint mir nicht verdächtig. Ich wollte euch das mal demonstrieren, nicht, dass ich dann später in den Raum laufe und die Rubine so aufsammeln. Nein, da kann man sich schon mal ein bisschen was verraten. Shit, er geht da rein. Ich sollte die vielleicht eher mit dem Schwert ungefährlich machen, denn trifft man sie nochmal, bleiben sie einfach stehen. Okay. Was haben wir hier drunter? Es ist viel schneller, wenn ich die Vase so ansauge, als statt ich die ganze Zeit probiere. Sie, oder wohl, das hier geht eigentlich viel schneller. Sie hochzuheben geht noch ein bisschen fixer. Ja, und dieser Dungeon ist schon größer als der erste, so gehört sie es ja auch. Ist ja nicht mehr der erste, logischerweise. Da. Jetzt haben wir ja zum Glück 30 Bomben, die wir tragen können. Da haben wir genug, was wir mal eben aus Versehen einsetzen können. Ich rüste mich schon mal aus, nicht wahr? Gegen den Stachelpanzer nützt das Schwert nichts. Du musst ihn umdrehen. Ja, Links Awakening Spieler wüssten das schon. Ich weiß es ja auch. Denn diese Gegner kennt man vom Prinzip ebenfalls aus Link's Awakening. Oh, ich schätze, das wird die Karte oder der Kompass sein. Der Kompass sogar. Ich wollte erst Karte sagen, weil wir im ersten Dungeon auch die Karte als erstes bekommen haben. Aber gut, dass ich es nicht gemacht habe. Apropos, lasst uns doch mal nachsehen. Was haben wir denn hier alles so? Okay. Das sind mehr Kisten, als ich erwartet hätte. Naja. Ja, was ist denn das jetzt hier? Dieser Gegner nennt sich Raubschleim und wir haben auch gerade das Pech, dass wir da drin gelandet sind. Das war nicht mal, was ich wollte. Es ist einfach passiert. Tatsächlich raubt der uns Rubine. Das Praktische ist allerdings, dass er dann auch einen ungefähren Wert wieder droppt. Ihr habt ja gesehen, dass er 5 Rubine dann wieder uns gegeben hat. Weil wir so viele verloren haben ungefähr. Ich glaube, ich habe sogar Gewinn gemacht. Ich habe nicht drauf geachtet auf die Anzeige. Ich habe nur auf das Geräusch geachtet, wie viele Rubine wir ungefähr verloren haben. Und ich meine, ich habe mehr rausschlagen können. Ich kann ja auch mal das Schild... Was passiert denn? Moment, ich will das testen. Was passiert, wenn ich das mache? Selbst wenn ich ihn nur mit dem Schild... What the fuck? Explodiert er mir doch in der Fresse, ey. Womit kann man den denn noch triggern? Kann man den auch triggern, wenn man eine Bombe hinlegt? Warte. Nein! Oh! Ich will doch nur ein bisschen rumspielen, wenn ich schon mal dabei bin. Aha! Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass das so geht, dass hier instant explodiert. Das ergibt auch Sinn, ja. Ey, gut, dass man mal alles testet, wa? Bing! Ich glaube, ich spiele mal ein bisschen mehr mit dem Schild. Das macht auch Spaß. Jedes Dungeon ist auf seine Weise unterhaltsam. Was wir hier eventuell schon bemerkt haben, ist, dass hier Schienen unter unseren Füßen langführen. Das hat natürlich auch einen Grund, wie so vieles. Bing! Ja, ich besiege euch jetzt mal ohne den Krug, das geht ja auch. Damit haben sich die Menschen in der Mine fortbewegt. Vielleicht sollten wir doch mal einsteigen. Wie? Was ist denn? Hast du etwa Angst? Ach nein, das glaube ich nicht. Da gibt es doch nichts zu fürchten. Nicht zu fürchten. Hopp, los jetzt! Warum nicht zacki zacki? Ich finde das besser. Zacki zacki, auf jetzt! Ne, ich will ja mal noch mitnehmen, ja, die Gegner. Ja, der erbitterte Kampf lässt mich leider ohne Geschenk zurück. Wir haben noch keine Schlüssel, also ab dafür.
Und dann nehmen wir sogar noch zwei Fledermäuse mit. Boah, das Geräusch gerade von ihm. Was war das denn? Lass doch eben. Kind, was guckst du so zufrieden? Menschenfahrzeuge sind einfach nicht zu mich, dann laufe ich lieber selbst. Du hast gerade noch gesagt, was gibt's denn zu fürchten und ich soll mich beeilen und soll keine Angst haben. Nein! Ich wollte das Herz. Ist das Herz noch da, wenn ich jetzt wieder da... Oh mein Gott, der arme Link und Ezelo auch noch, ey. Nein, das Herz ist natürlich weg. Da fällt mir das Herz tatsächlich unter die Lore. Ich will das aufsammeln und er springt wieder rein, ey. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht durch den Spalt. Natürlich kommt er durch den Spalt. Irgendwie habe ich das Gefühl, in diesem Dungeon passieren mir eine Menge dumme Zufälle. Kann das sein? Ah, der ist jetzt schon lustiger als der erste, ey. Ah, ich hätte die hier zum Explodieren bringen sollen. Da hätte ich mir eine Bombe gespart. Ist jetzt nicht so, dass wir nicht genug hätten, aber trotzdem. Naja. Man kann nicht alles haben. Na, worum ist es mir lieber? Hey, ich krieg das jetzt deutlich besser hin mit den Items, die auszuwählen. Also ich mache Fortschritte damit. Also das hier in der Mitte zeigt mir jetzt schon an, dass da wieder eine große blaue Truhe erscheinen wird. Das ist ja prädestiniert dafür, dass da gleich was erscheint. Eventuell kommt jetzt die Karte. Oh nein! Na sowas, hier ist ein Portal verborgen. Wenn ich dich schrumpfen lassen soll, stell dich drauf und drücke R. Das ist jetzt ehrlich gesagt auch für mich wieder eine Überraschung gewesen. Das hatte ich nicht im Kopf, dass hier ein Portal erscheint. Klar, warum sollten auch immer nur Kisten erscheinen, wa? Oh, jetzt habe ich gerade hier mal zugeskippt. Naja. Das hätte ich mir auch gerne mal angesehen, wie das da aussieht. Ich dachte, ich kann das gar nicht skippen von da. Aber offensichtlich schon. Was soll's. Wo muss ich jetzt hin? Hier kann man den gesamten Weg mitlatschen. Oh... Das Herz können wir so leider nicht nehmen als Kleiner. Gern würde ich es haben schon. Das würde ja sofort meine Energie auch auffrischen. Aber hier ist was Wichtiges. Aha. Das nehmen wir uns auch dann, indem wir hier mal runterspringen. Und uns wieder vergrößern. So, das können wir jetzt hier auch mal entfernen dann. Das Feuer kann man locker einsaugen. Und was haben wir hier? Die Karte! Betrachte die Karte! Und den Rest kennen wir ja. Mit blaue Räume blinken, wenn du sie schon mal betreten hast. Ja. Nee, ich glaube, der Raum, der blinkt, da bin ich gerade drin, ne? Das sehen wir ja gleich auf der Karte nochmal. Ja, genau, der Raum, der blinkt, da bin ich gerade drin. Und der Rest ist dann einfach nur noch blau gefärbt. Naja, haben wir noch ein bisschen was zu tun hier. Nee. Ja, ich lasse euch mein Schwert aufgeladen. Ihr könnt ja gerne da reinspringen, wenn ihr wollt. Jo. Vorsichtig hier, denn das zerbröselt. Glücksfragment. Ups. Oha, das sieht heiß aus. Wenn wir da reinfallen, ist es vorbei. Na, nicht ganz. Dann verlieren wir nur ein bisschen Energie, aber wir sterben nicht gleich. Aha. Ja, ich will alle. Nee. Mein OCD triggert sich wieder. Ich muss einfach alle Platten entfernen einmal. Nee, das hier mache ich jetzt mal schnell so. Wow, der Rückstoß von dem Krug hätte mich fast da reingeführt. Wow. Aha, okay. War da oben jetzt eigentlich noch was, wo... Na, ich glaube, ich habe was geskippt, kann das sein? Ich habe, glaube ich, was geskippt, ey. Ja, da oben ist noch so viel, sehe ich gerade. Schade. Da muss ich gleich nochmal dann schauen, dann mal. Was ist denn hier los? So, die kugeln sich ein, wenn sie einmal getroffen wurden, dann kann man die perfekt in diese Löcher reinbringen. Ich muss jetzt mal was in das Loch da bringen. Moment. Ah, shit, jetzt habe ich nicht mehr so viel Auswahl hier.
Ich hätte noch zwei. Du mal bitte hier rein. Jawohl. 50 grüne Rubine für den ersten großen grünen Rubin, den wir erhalten haben. Ja, es gibt nämlich auch große Varianten dieser Rubine. Ups. Ach, ich muss da gar... das ist jetzt etwas ungünstig, oder? das ist ein bisschen ekelhaft, dass mir ja dieses Viech gerade auf den Kopf rumkriecht. Upsi. Ah, hätte ich hier was rein? Nee, Moment. Ach, klar. Jetzt wieder eine kleine Flugmanöver-Einheit. Ich will nicht Flugstunde sagen, aber dafür ist mir die Flugsequenz zu kurz, als ob ich da von Flugstunde reden möchte. Dann lieber wieder irgendein komisches Wort erfinden wie Flugmanöver-Einheit. Das ist doch viel besser. Na, damit geht schon mal die Tür auf. Hier haben wir tatsächlich eine Kiste auf einem Sockel. Die erreichen wir ganz schnell, indem wir die da reinstopfen. Diese Vorrichtung. Kleine Schlüssel halten. Okay. Ah, sind wir jetzt wieder hier? Dann habe ich, glaube ich, doch nichts geskippt. Sieht mir nicht so aus, als ob ich da jetzt aus Versehen was ausgelassen hätte dann. Man denkt immer so, ah, war das jetzt so klug, da so hinzugehen? Aber ja, war es offensichtlich. Jetzt wurde ich wieder verkleinert, oder? Moment, was? Nee, Moment, das kann nicht sein. Ich glaube, ich muss mit der Lore zurück, weil wenn ich mich jetzt verkleinere, dann kann ich ja nur unten lang. Und das führt zu nichts, oder? War da oben, wenn ich jetzt hier mich zurückbewege, eine Schlüsseltür? Oder irre ich mich? Nein, ich habe alles richtig im Kopf. Dann können wir hier mal gucken, ja. Aha! Gleis umgestellt! Sehr gut, diesmal treffe ich ein paar günstige Entscheidungen und verlauf mich nicht. Perfekt. Aber wie komme ich denn jetzt dahin? Da fehlt mir ja dennoch noch ein bisschen was. Vielleicht komme ich nochmal von einer anderen Richtung dahin. Nee, ich will euch gar nicht, warte mal. Okay. Was ist denn hier los? Das sieht nicht richtig aus. Damit können wir auch tatsächlich noch gar nichts machen. Das muss erstmal so stehen bleiben und wir müssen auf diesem Gleis balancieren. Aha, genau. Wie ich es im Hinterkopf hatte, wir kommen von einem anderen Weg dorthin. Okay. Aufgesprengt das Ganze. Die Vase kann ich nicht mitspringen, oder? Nö. Wäre noch schöner. Haha. Herzteil erhalten. Jetzt hast du drei. Hey, cool. Aber ich glaube, hier gibt es nicht noch ein weiteres. Fledermaus, ich muss doch sehr bitten. So. Das hier einmal wieder kurz weg. Und dann schauen wir doch mal hier. Oh, oh, das sieht nach einem kleinen Kämpfchen aus. Ja, das ist sozusagen wieder der Mini-Mini-Boss. Oh mein Gott! Hilfe! Oh, ich habe die betäubt dadurch, durch die Wirbelattacke. Moment. Das kann ich mir zunutze machen. Warte mal. Na? Nein! Ich will, dass die da reinkommen. Oh, das macht ja gar nichts. Ich habe gedacht, die fetzen jetzt alle mega weg, aber tun sie nicht. Ja, und der noch. Ja, gut. Das war mal was. Wirbelstab erhalten. Er dreht Dinge um und verwandelt Löcher in Sprungbretter. Ja, das ist das Dungeon-Item von diesem Ort. Ein neues, fantastisches Spielzeug. Ja, hier macht er noch nichts Besonderes, aber das kommt dann noch. Wie hier zum Beispiel. Das ist sozusagen der Alles-Umdrehstab, so möchte ich es mal bezeichnen. Das da sind Stacheln auf der zweiten brüchigen Platte. Allerdings
Wups! Und schon kann man das umdrehen. Ich musste das übrigens aus der ersten Platte machen. Hätte ich das nämlich weiter vorn gemacht, dann hätte ich ja nur die erste Platte umgedreht und das hätte mir ja nichts gebracht. So, jetzt haben wir keinen Schlüssel. Wie geht's weiter? Hey Knirps, mit deinem Wirbelstab können wir uns vielleicht in die Höhe katapultieren. Man müsste nur die Energie, die aus der Spitze kommt, irgendwie einfangen können. Wir haben ja gerade bei der alten Beschreibung erfahren, dass Löcher zu Sprungbrettern werden. Und das stimmt, indem wir nämlich diesen Kugelblitz da reinfeuern, können wir uns rauskatapultieren lassen. Und ihr habt ja sicherlich schon viele dieser Löcher auf der Overworld gesehen. Man kann also sehr viel damit machen.